herzlich willkommen zum nächsten Video. Vorweg haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Und zwar wird es jetzt jeden Freitag eine Technikbürger TV-Sendung geben, wo wir aktuelle News zur Woche geben. Ja, dann natürlich zum Hauptthema. Wie ihr sehr schön sehen könnt, wir haben hier zwei Smartphones für euch bereitgestellt. Rechts seht ihr das iPhone 4S und links seht ihr das Samsung Galaxy S3. Das iPhone in schwarz und das Galaxy S3, wie man vielleicht sehen kann, in weiß. Und wir werden heute mal gucken, welches der beiden Smartphones besser ist. Wir werden ein bisschen iOS 6 und Android auch noch vergleichen. Ist ja hier auch schon Jelly Bean drauf. Aber in Cyanogen Mod. Ja, also nicht die Originalfirmware. Aber ich denke, wir können trotzdem ganz gut Browser-Test und ja, Prozessorvergleich auch im Benchmark machen. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an. Das iPhone 4S, zu sehen mit zwei Antennen, nochmal zur Garantie, weil manche sich manchmal beschwert haben, dass wir hier nicht das iPhone 4S vorliegen haben, sondern das iPhone 4. Aber wir haben hier, wie ihr seht, das iPhone 4S. Wie gesagt, das iPhone hat ein 3,5 Zoll Display, Retina Display, die Auflösung ist euch bekannt. Eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite in Full HD nimmt sie auf und ein LED-Flashlight. Ja, das Galaxy S3 dagegen bietet ein sehr viel größeres Display. Wir haben hier 4,8 Zoll mit HD-Auflösung. Also 1280, 720 ist euch sicherlich auch bekannt. Auch eine Frontkamera haben wir hier, wie beim iPhone. Wir haben eine Rückkamera, klar, mit 8 Megapixeln. Auch sie kann Videos in Full HD aufnehmen, Flashlight. Lautsprecher haben wir hier, den haben wir beim iPhone hier auf der Unterseite. Ja, das war soweit das Äußere. Hier die Hörmuschel, ja. Licht- und Leerungssender ist hier beim iPhone hier oben, sieht man in der weißen Version besser. Der Unterschied ist natürlich hier unten, der Dock-Adapter beim iPhone ist wesentlich größer als beim Android-Gerät, dem S3. Wir haben hier natürlich Micro-USB, das heißt, es ist halt auch einheitlich. Wenn jemand ein Smartphone hat, ein HTC irgendwas, dann kann ich da mein S3 auch total locker anschließen. Von der Dicke her kann man sagen, da nehmen sich die Geräte fast nichts, wenn wir das hier mal in die Kamera halten. Ich halte es mal kurz hier in die Kamera rein. Da sieht man's. Ja. Von der Schwere ist das iPhone natürlich etwas schlechter. Ja, und wenn man das hier so in der Hand hält, von der Haptik her. Ich habe natürlich jetzt sehr große Hände. Für mich ist das S3 jetzt eigentlich von der Größe her, muss ich sagen, optimal. Es liegt wunderbar in der Hand, es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht. Und ja, was sagst du zum iPhone? Ja, das iPhone liegt sehr gut in der Hand. Man kann super mit einer Hand es bedienen. Es ist halt optimal für Leute, die viel arbeiten. Man kann schnell mal was tippen. Also ist für ein Handy sehr gut geeignet. Ja, und die Verarbeitung ist natürlich auch besser. Beziehungsweise, ja, ist hochwertiger, genau, ist immer relativ. Ja, obwohl, natürlich, ja, Aluminium. Also, hinten die Glasseite sehr, sehr leicht. Ja. Kratzer kriegt, was auch ein Nachteil ist. Ja, die ist sehr empfindlich. Und beim S3 haben wir Polycarbonat, also eine Art von Plastik. Und die verkratzt nicht ganz so leicht, aber bei der blauen Version des S3 sieht man da die Fingerabdrücke sehr schlecht. Ja. Sehr gut. Ist natürlich die Geschmackssache, ob man lieber was Hochwertiges hat. Das liegt natürlich gut in der Hand. Das gibt schon Hochwertigkeit. Das S3 ist plastiklastig. Aber es muss auch sagen, das S3 kann auch mal runterfallen. Das ist nicht das Problem. Es gibt vielleicht eine kleine Kratzer auf der Plastikhülle. Die kann man auch für 8 Euro nachkaufen. Das ist nicht das Problem. Apple, der Austausch kostet gleich mal rund 80 Euro. Das ist wiederum ein größeres Problem. Genau. Ja, dann haben wir erstmal genug gelabert. Wir schalten die Geräte mal ein. 1, 2, 3. Beim S3 muss man 3 Sekunden lang draufhalten, beim Apple-Gerät nur 1 Sekunde. Aber ich denke, wir können euch jetzt mal ganz gut demonstrieren, welches das Smartphone schneller ist. Und ihr seht natürlich Cyanogen Mod hier schon gleich. Also ja. Klar, das iPhone jetzt noch ein Dual-Core-Prozessor mit 800 MHz und das S3 hat einen Quad-Core-Prozessor. Aber trotzdem haben wir gedacht, dass der Vergleich ganz vielleicht angebracht ist. Natürlich gibt es auch noch einen Vergleich S3 gegen iPhone 5. Der wird auch noch folgen, aber erst in näherer Zukunft. Ja, beide Geräte sind hochgefahren. Das S3 war ein wenig schneller, wie ihr auch sehen konntet. Und wir haben jetzt ja, unseren Startbildschirm. Bei Android ist natürlich ganz klar, wir haben Homescreens, wir können sie wechseln. Wir können sie individualisieren mit dem Hintergrundbild, mit Widgets. Und beim iPhone können wir nicht ganz so viel individualisieren, wir können nur das Hintergrundbild ändern und wenn wir auf dem Homescreen sind, dann haben wir nämlich gleich schon die Apps. Ja, wir finden bei beiden einen internen Speicher vor. Dieser beträgt hier 16 GB. Wir können das Ganze
erweitern mit einer Micro-SD-Karte mit bis zu 64 GB. Das heißt, man hat richtig viel Speicherplatz dann am Ende. Und beim iPhone haben wir momentan die 16 GB Variante. Es gibt das iPhone aber gegen Aufpreis auch noch mit 32 und 64 GB. Das kann man aber nicht mehr erweitern. Folglich kann man hier auch nicht mehr den Akku austauschen. Das geht beim S3 noch. Aber das S3 gibt es auch in der Version 32 GB zu kaufen. Jetzt kommen wir mal zur Display-Helligkeit. Und zwar ist uns ein ganz großer Unterschied da aufgefallen. Das iPhone hat eine Display-Helligkeit von 505 Candela pro Quadratmeter und das S3 wiederum nur eine Display-Helligkeit von 224 Candela pro Quadratmeter. Das ist ein großer Unterschied. Ja, was heißt das im Endeffekt? Dass das iPhone-Display in der Sonne wirklich besser abzulesen ist als das Display des Galaxy S3. Im Praxistest fällt das auch auf. S3 ist wirklich, sollte man in der Sonne lieber in der Hosentasche behalten. So, jetzt kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, und zwar S-Voice und Siri. Ihr kennt alle S-Voice, ihr kennt alle Siri. Ein Fazit von uns ist da, dass Siri wirklich besser entwickelt ist. Es ist eine angenehmere Sprache. Es versteht besser die Fragen und Antworten. Und S-Voice ist da wirklich noch auf einem niedrigeren technischen Stand. Es ist eine dreckige Stimme, ja. Einfach und naja. Ja, wir würden es gerne zeigen, aber wie gesagt, das ist ja nicht die Originalfirmware, deswegen ist es ein bisschen schlecht. Aber wozu ich noch was sagen kann, das sind die Drahtlos-Verbindungen. Hier haben wir NFC, dann haben wir WLAN 802.11 BGN, da auch WLAN 802.11 BGN. Und wir haben bei beiden Bluetooth für Datenaustausch zwischen den Phones. Allerdings, was nicht geht, ist ein Datenaustausch via Bluetooth zwischen iPhone und Android-Geräten. Das geht nicht. Nur iPhone oder Android. Oder Android zu irgendwelchen anderen Handys, die auch schon Bluetooth besitzen. Aber das iPhone kapselt sich da ein bisschen ab. Im Internet hat das S3 HSDPA Plus mit 21,1 Mbits und das iPhone 4S hat dann wiederum nur 14,4. Ja, wir werden es jetzt testen. Beide sind ins WLAN eingebucht. Wir geben mal standardmäßig Wetter ein. 1, 2, warte, das ist falsch. Ach, Moment. So, ich habe mal wieder Mist eingegeben. 1, 2, 3. Das ist natürlich jetzt nur die Browser-Fähigkeit. Das hat nichts mit dem Prozessor zu tun, sondern einfach nur eine kleine Information. Ja, das iPhone war früher fertig. Dann gucken wir mal, wie es bei... Wir können auch die Seite erst vorher noch aufrufen. Ja gut, können wir natürlich auch. 1, 2, 3. Ja, dann gucken wir das nochmal. Auch dort ist das iPhone einfach schneller. Aber jetzt kommt, wie immer, Chip dran. Eins, zwei, drei. Okay, das war jetzt nicht gleichzeitig. Aber jetzt eins, zwei, drei. Und ja. Das iPhone ist fertig und das S3 auch. Bisschen verzögert, aber man merkt es kaum. Ja, bei beiden können wir richtig smooth hier scrollen. Wir können zoomen, Double-Tap-Zoom können wir hier machen. Im iPhone auch. Also es ist wirklich, auch die Displays sind wunderbar scharf. Und ja, beim AMOLED kann man natürlich sagen, der Schwarzwert ist besser. Jedoch ist das Display heller, deswegen sind wir der Meinung, dass sich die Displays eigentlich nicht viel machen. Es kommt letztendlich auf den Geschmack an. Mag man es größer oder mag man es kleiner? So, jetzt vergleichen wir nochmal Android und iOS. Wir haben hier iOS 6 vorzufinden und beim S3 Android 4.1 Jelly Bean. Beide haben wie immer eine Statusleiste, ganz iOS-typisch mit lokalen Wetteraktien. Hier kommen neue Nachrichten rein, wenn man welche hat. Das ist jetzt hier das originale Android durch Cinegen Mod. Wir können ja noch in die Einstellungen gehen, das geht leider beim iPhone nicht. Da müssten wir jetzt raus aus der Statusleiste und dann auf den Homescreen und dann in die Einstellungen gehen. Hier sieht man es nochmal, das 3. 4.1.1 und das iPhone iOS 6. Genau. Ja. iOS 6 wird auch nochmal ein extra Video kommen, auf unserem Kanal zu sehen, was so die neueren Features sind. Ja, und ein Feature, wobei man sich oft bei iOS beklagt, ist die neuen Karten. Die sind nicht mehr von Google, die sind jetzt mit Material von TomTom.
Uns ist aufgefallen, dieses Material ist wirklich oft fehlerhaft. Jedoch eine richtig coole Funktion ist das Flyover. Und ja, deswegen, es sieht wirklich gut aus und funktioniert wunderbar flüssig. Funktioniert allerdings nicht in allen Städten, aber ja, was die Navigation angeht, müsste man sich dann ein extra Programm holen, denn Android bietet ja auch schon integrierte, ja, gutes Navigationsprogramm von Google. Ja, dann können wir mal in die Kamera-App gehen. Hier kann man auf die Videokamera umschalten, auf die Frontkamera. Da sieht man jetzt hier unseren Herrn König und die Nikon Coolpix P510, die wir auch schon getestet haben und die wir zum Film benutzen. Ja, und ich frage mich hier gerade beim S3, warum hier nichts funktioniert. Wir können hier in der Kamera-App nichts machen. Wir schließen die mal eben hier und öffnen die mal noch neu. Ja, keine Verbindung zur Kamera möglich, sagt er uns. Es wird an CyanogenMod liegen, dass der hier Probleme hat. Allerdings, wir haben ein Testvideo, wo die Ori-Firmware noch auf dem S3 installiert ist. Und das könnt ihr euch natürlich auch angucken. Auch ein Testvideo des iPhones ist vorhanden. Das heißt, was die Qualität angeht, sind sie eigentlich beide auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt können wir nochmal YouTube öffnen. Da beim iOS 6 keine App mehr vorhanden ist, müssen wir dafür ins Internet gehen und YouTube öffnen. Beim S3 geht das noch mit einer Applikation. Und wir gucken uns mal an, wie schnell ein Video lädt. Dafür gehen wir mal Technikblogger ein. Mein Herr Kollege ist schon fertig, ich noch nicht. Es dauert etwas länger, was man natürlich machen kann. Man kann sich beim Safari oder bei Google Chrome oder was man auch für den Browser nutzt, natürlich die Seite youtube.com auf den Homescreen ziehen lassen und dann hat man zwar immer noch nicht die App, aber jetzt geht. Jetzt haben wir mal Samsung Galaxy S3 als Test hier. 1, 2, 3. So, wir haben natürlich in der Werbung das iPhone. Lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ja, das hat jetzt etwas länger gedauert. Da sieht man halt, dass das S3 einen Quad-Core-Prozessor hat. Wobei das Video auch noch nicht mal... Jetzt ist es vollständig geladen. Wir haben hier noch kein Breitbildformat 16:9. Das kommt erst, ist ja erst beim iPhone 5 vorhanden. Ja, ein 16:9 Display haben wir eigentlich beim Galaxy S3 schon. Und ja, das ist eigentlich so für Multimedia-Features ja sehr gut geeignet, wenn man 16:9 dann noch hat. Ja, das war eigentlich das so, Wesentliche. Genau, das Wesentliche. Ja. Wie gesagt, iOS 6 wird noch im Test folgen. Wir werden auch das iPhone 5 noch unter die Lupe nehmen. Das Samsung Galaxy Note 2 werdet ihr schon vorher betrachten können vor diesem Video oder könnt ihr euch jetzt immer noch anschauen. Ja, was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Fazit. Wir sehen hier vor uns zwei Top-Smartphones, auch wenn das iPhone jetzt schon etwas älter ist als das S3. Beide haben ein brillantes Display, beide haben eine super Performance und beide haben eine gute Kamera. Beziehungsweise Voraussetzung ist für die gute Kamera beim S3, wenn man die Originalfirmware hat. Und ja, sie machen sich eigentlich beide nichts. Sie sind beide auf dem gleichen technischen Stand und wie immer können wir nur sagen, es ist Geschmackssache. Mag man das iOS lieber oder mag man das Android lieber? Mag man ein kleineres Display und die kleine Größe? Oder mag man die etwas größere Variante, das S3? Es ist Geschmackssache. Ja, zum Preis nochmal. Das iPhone ist natürlich teurer als die Android-Geräte. Das ist auch nochmal wiederum ein Nachteil. Man zahlt natürlich auch für Qualität. Aber das ist auch wieder Geschmackssache, ob man lieber Qualität hat. Das beim iPhone ein bisschen überwiegt, die Qualität, sowie auch die Verarbeitung des Materials. Ja, wir machen nochmal aufmerksam darauf, auf unsere neue Sendung, jeden Freitag Technikblogger TV mit den News der Woche. Ja. Und wie immer, schreibt Kommentare, Wünsche, Verbesserungsvorschläge und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.